Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Resident Evil 3. Und ich sehe schon da hinten, da war irgendwas Ekliges, was an der Wand entlang gekrabbelt ist. Und wir werden uns jetzt mal hier an dem Schloss versuchen, mit den Dietrichen, die wir gerade eben gefunden haben, in der Hoffnung, dass wir hier durchkommen. Muss ich dann irgendwas noch machen, benutzen? So, muss ich. Oh, sehr gut. Ich dachte, ich muss hier noch anfangen, irgendwelche Bewegungen zu machen. Ah, scheinbar haben wir den jetzt dauerhaft. Das ist doch nicht schlecht. Was zur Hölle? Was? Was muss ich machen? Ach, wir haben doch diese Kräuter gekriegt. Kann ich die benutzen? Parasit. Wie kann ich den... So, benutzen. Einfach widerlich. Parasiten eingepflanzt bekommen und die einfach mal rausgekotzt. Das war nicht schlecht, dass wir hier noch so eine Mixtur hatten. Boah, was war das für ein Viech? Ich habe keinen Bock, gegen das zu kämpfen. So, was steht denn hier? Internes Unterwerk-Memo. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienst bereitgestellt. Wir besitzen nur ein Exemplar davon, das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Könnten Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben? Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in der Verwaltung. Okay, das hat sich ja erledigt. Den Dietrich hatten wir von dem Kollegen da hinten bekommen. Und jetzt hier. Was war das? Moment. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Nee. Was ist das für eine Puperze hier? Das finde ich nicht gut, dass das sich hier einfach so davon schleicht. Weil solange es nicht in Sichtweite ist, habe ich ein Problem. Oh. Zwei von denen sogar. Viermal draufgeschossen und zwei Kugeln braucht das Ding, so wie ich die Sache sehe. Ah, Mist! Oh, wie fies! Boah, das geht an der Wand entlang. Hallo! Ah, Mist! Oh, diese elenden Krabbelviecher. Das ist ja widerlich hoch 3. Ach, die gehen hier durch diese Tunnels anscheinend. Okay, die kann ich nicht zerschießen. Ich sollte echt aufpassen mit meiner Munition. Okay, war's das? Die zerplatzen wenigstens und bleiben nicht einfach so liegen wie die anderen Zombies und wieder aufstehen. Bei denen sieht man wenigstens, dass er endgültig, das Zeitliche gesegnet haben. So. Ah, wir haben hier wieder Kraut. Ah, ein Generator. Falls uns hier einer verfolgt, draufschießen. Damit die Elektro geschockt werden. So, was ist da los? Ein grünes Kraut. Sehr schön. Hier ist der Generator. Das scheint mir so. Es ist hier verdächtig rot. Ich könnte mir denken, wir sollten da hin. Ah, da hinten ist aber auch noch was rot.
Das sieht mir aus wie so ein Hauptschalter. Oh, noch ein grünes Kraut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann machen wir hier Folgendes. Wir können doch wieder kombinieren, oder? Das hier kombinieren mit dem hier, bitte. Gemischte Kräuter. Sehr gut. Da können wir rein. So, was gibt's denn hier? Halten. Okay. Wir gehen aber erstmal hier rein. Ich will wissen, was da drin ist. Und eine Leiter. Okay, da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir den Strom wieder anschalten. Wir müssen bestimmt hier rum. Ich möchte nur mal schauen. Ah, auf der Seite kommen wir runter. Da unten war nämlich doch der Zaun. Da sind wir nicht vorbeigekommen. Das sage ich einfach auf der anderen Seite. Ah, wie das hier wabert, dieses Teil. Widerlich. So, oh, was steht denn da? Jets Notiz. Was zur Hölle ist hier los? Klar, all der seltsame Scheiß, der die letzten Tage hier abging, war schon heftig. Diese seltsamen Viecher, die Nester bauen, der metallische Geruch, der durch die Lüftungsöffnung strömt. Aber Mann, jetzt ist hier über Nacht alles zur Hölle gegangen. Ich muss nach meiner Ma in der Stadt sehen. Aber der Boss sagt, ich darf nicht weg, ehe ich nicht alle Trennschalter umlege. Verdammt nochmal. Ich erledige das besser schnell, damit ich hier rauskomme. Ich bin total gearscht. Mein Bauch tut so weh. Ich kann mich kaum bewegen. Beim letzten Schalter ist mir ein fettes, hässliches Viech direkt in die Fresse gesprungen und hat mir eine massive Röhre in den Rachen gerammt. Ich konnte weglaufen und habe es irgendwie geschafft, mich nicht zu übergeben. Scheiße, tut das weh. Fühlt sich an, als ob sich etwas in mir bewegt. Ich halte irgendwie durch, kann nicht glauben, dass ich nicht gekotzt habe. Scheiße, es tut so weh. Es reißt mich in Stücke. Ich glaube, es ist aus für mich. Ich liebe dich, Mama. Ja, was mit ihm passiert ist, hätte uns auch passieren können vorhin. So. Ja, dann würde ich mal behaupten, schalten wir den Strom an. So, Strom bitte an. Hallo? Halten. Okay, ich schaff das. Okay. Einen von vier Trennschaltern umgelegt. Das ist okay. Aber jetzt natürlich kommen bestimmt wieder irgendwelche Viecher auf uns zu. Das lockt dir doch bestimmt an. So, ist da was da unten. Ich hoffe es nicht. Ist hier was? Wir hören auf jeden Fall was. Also ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich höre es auf meinen Ohren. So. Huhuhuhuhu. Gar nicht schön. Nicht schön. So. Aha, hier sind wieder diese Löcher in der Wand. Kommt mal her. Ich schaue mich ein bisschen an der Wand um. Okay. Hier wirft irgendwas einen Schatten. Da ist was. Weg, 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 weg. Shit. So. Zweimal getroffen. Soll es gewesen sein. Da hinten. Ja, komm noch ein bisschen vor. Ich muss dich nur am Kopf treffen. Zweimal. Am Kopf treffen und dann war's das für dich. Und ich kann hier beruhigt weitergehen. Was sind das für Geschwülste hier? Kann ich da drauf schießen? Explodieren die? Okay, sie explodieren wahrscheinlich nicht. Keine Reaktion. Hey, Kollege?
Ach, da oben bist du. Einmal habe ich dich. Zweimal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier. Oh, noch ein Trennschalter. Oh. Hallo, Kollege? Sehe ich. Ah. Wieder 4 Kugeln für den Arr. So, hier komme ich nicht durch. Ich muss hier wieder nach hinten. Ich wollte mich nur mal umschauen. Wenn ich den Trennschalter umlege, komme ich dann hier durch. Hier ist... Nee. Vielleicht davon. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. So, probieren wir es. Okay, 2 Stück. Die Hälfte haben wir. Und natürlich kommen hier wieder unsere Freunde. Ich hab Schiss, dass der wieder von irgendeiner Seite kommt. Okay, hat sich erledigt. Jetzt weiß ich, wie ich hier durchkomme. So, 2 Schuss sind die im Eimer. Ich renne hier einfach vor. Da ist er. So, 2 Schuss. So, na bitte. Jetzt habe ich nur noch 8 Kugeln. Zack, 3 Trennschalter. So, wo ist der Rest von euch? Von euch Viechern meine ich. Wo der 4. Trennschalter ist, würde mich auch interessieren. Hier an der Decke irgendwas. Ich hoffe es nicht. Nein? Dann mal weiter. Was, Kollege? Okay. Ah, nur noch 6 Munition. Das ist nichts. Das ist nicht toll. Bleib doch da. Hey. Hi, ja. Da, rennt er weg. Was ist los? Komm her. So. 4 Munition. Oh Mann. Nee. Der ist mir zu weit weg. Ich versuch's auf diese Art. Oh, da ist noch einer. Wie komme ich da rein? Auf der anderen Seite, okay. Da ist. Hey. Wehe. Okay, der hat gesessen. Ein Schuss. Da ist er. Trennschalter Nummer 4. Oh Mann. Oh oh. Oh oh. Fertig. So. Ist nichts wie weg hier. Ja, nichts wie weg hier. Ich renn. Ist mir egal. Lasst mich in Ruhe. Ich hoffe, die kommen hier nicht hoch. Okay, Strom fast wieder eingeschaltet. Ich bin mal gespannt, was mit dem Ding hier passiert. Das ist ja voll auf den Leitungen hier, wenn wir den Strom anschalten. Es gibt doch ein riesen Feuerwerk. Okay, so. Noch 3 Kugeln, das ist nicht gut. So, ich renn. Ich renn hier weg. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich möchte hier nicht sein. Ja, ja, ist gut für euch. Ja, geht einfach weg. Geht mir aus dem Weg. Okay, das war jetzt gar nicht so schlecht. Ah, und leider haben wir nur noch 3 Kugeln. Ich habe so viel Kugeln verballert. Ich ärgere mich ein bisschen. Okay, jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter.
Ja. Den werden wir auch sofort benutzen. Okay, ich habe ja gesagt, es gibt... Naja, ein Feuerwerk war es jetzt nicht, aber das Ding hat es erledigt, glaube ich. Oh, gar nicht so schlecht. So, jetzt gehen wir hier nochmal. Was haben wir denn? Wir haben gemischte Kräuter, grün und rot. Gemischte Kräuter, grün und rot. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen, wie sieht es denn mit meiner Gesundheit aus? Warnung. Warnung ist eigentlich noch okay. Sollte ich irgendwas mitnehmen? Handgranate. So, oder sollte ich irgendwas ablegen? Wir legen mal das Spray ab. Das lassen... Nein. Komm, ich nehme mal nur eins mit. Da haben wir noch mal ein bisschen Stauraum. Aber dann tun wir erstmal speichern. Zack, speichern. Ja. So. So, hoffentlich kommt mir hier nichts Carlos, entgegen. Hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Wir wissen, was sie meint. Also, das nicht unbedingt das mit dem Partner, aber das Haus. So, gibt's denn hier noch irgendwas in der Ecke? Ah, hier jetzt. Ach, mit dem Dietrich können wir jetzt die Dinger auch alle aufmachen. Das ist doch toll. Solange der nicht kaputt... Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Ich hoffe, den haben wir dauerhaft. Das wäre jetzt... Das ist nämlich richtig cool. So, was haben wir denn? Pistolenmunition. Oh, wunderbar. Pistolenmunition. Ich brauche das. So, was haben wir hier? Nix. Ah, Schießpulver. Sehr schön. Dann würde ich aber sagen, wir machen uns noch kurz Schießpulver, wenn wir schon hier sind. Na? Wo haben wir denn unser Schießpulver? Das haben wir da drin und das kombinieren wir. Dann nehmen wir die Kugeln gleich mit. Das ist nämlich sehr... sehr intensiv. So, Moment. Sehr munitionsintensiv hier alles. Herausnehmen bitte. Ja, danke. Dann machen wir hier den da. Und sagen kombinieren mit dem. 15 kombinieren mit dem. So, wunderbar. Jetzt haben wir wieder 30 Kugeln im Gepäck. Gefällt mir wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Ja. Aber wenn ich doch jetzt hier rausgehe, da sind doch mit Sicherheit noch mehr von denen. So. Hallo. Ich bin's nur. Ja, jetzt ist das Ding hier zusammengefallen. Und hier sind mit Sicherheit wieder irgendwelche Kreaturen angelockt worden. Ich hoffe es nicht. So. Hier sieht's aus, als hätten wir alles erforscht. Das ist nämlich alles blau. Das heißt aber nicht, dass hier keine Zombies kommen. Ach komm. Willst du mich verarschen? Ich kämpfe nicht gegen dich. Bist du noch ganz sauber? Hallo? Ich habe gar keine Chance. Was? Soll ich jetzt gegen den kämpfen? Soll ich den anschießen? Oder was soll ich gegen den machen? Wir haben ja gesehen, das bringt ja gar nichts, dem in den Kopf zu schießen. Der hat uns doch schon mal am Anfang verfolgt. Wie sollen wir das machen? Oder wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung. Wo hat er jetzt gespeichert? Ah, hier. Weißt du was? Ich probiere es mit der Schrot. Nee.
Nee, lass mal. Ich habe hier 30 Munition. Okay. Also, ich probiere Folgendes. Wenn ich es noch richtig im Gedächtnis habe, ist hier hinten irgendwo... Da geht's hoch zur Garage. Ja, ich glaube, ich renne dem einfach weg, wenn ich es hinbekomme. Und werde dann auf die Gasflaschen schießen. Ich habe sie extra noch stehen lassen. Ich glaube, das war jetzt eigentlich eine... Ja, das könnte eine gute Idee gewesen sein. Ich weiß es nicht. So, jetzt hier nochmal. Hast du gedacht, Kollege? Lass mich in Ruhe. Ey. Dann geh doch mal. Geh mal. Nein, hier gehe ich nicht rein. Ich geh hier durch. Ich renn weg. Alter, willst du mich verarschen? Ja, genau. Weiter. Was? Willst du mich verarschen? Hallo? Ah, der macht's. Der tut die eigenen Leute kaputt machen. Das ist gut. Lass mich mal. Alter, lass mich mal hier durch. Willst du mich verarschen? Carlos, das Ding ist noch am Leben. Es ist hinter mir her. Was? Lauf! Komm zurück zur Station! Muss erst das Stellwerk hochfahren. Was? Ah, danke. Will ich mich verarschen? Ja, hier jetzt mal ganz ruhig im Safe-Raum sein. Da kommt das Viech natürlich nicht rein. Das ist doch wunderbar. Das ist ja normal, ne? Aber ich glaube, ich muss dem... Also, es war jetzt eine richtige Entscheidung, das Ding zu umgehen. Oh. Herzklopfen. Ich bin doch rot. Ja, Gefahr. Ich weiß. Stellt ein Heilspray, das Gesundheit komplett wiederherstellt. Und das hier ist... Stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Ich mach mal das hier. Benutzen. Gesund ist immer gut. Okay. Aber wir speichern hier nochmal ab. So. Gut. Ich glaube, ich kann dem Ding nur entkommen. Ich muss dem wegrennen. Besiegen kann ich es nicht. So. Ich renn weg. Ist mir egal. Hallo Leute. Was? Ernsthaft. Lass mich in Ruhe. Jetzt habe ich mich selbst geschockt. Weiter. Kommt der hier rein? Shit, ich glaube, der kommt hier rein. Mist. Komm, ist der hier? Nicht. Ist der hier drin? Ja, der ist hier drin. Mist! Boah, wie soll ich denn das machen? Boah, wie übel ist das denn? Boah, ich habe gerade überlegt, soll ich es mit der Granate probieren? Dann hole ich aus der Kiste noch die Granate raus. Wenn ich die Granate dann auf den werfe, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Vorsprung krieg. Ich weiß es nicht. Wegrennen ist halt auch immer so eine Sache. Weil beim Wegrennen springt der dann immer vor uns. So, was haben wir denn hier? Wir haben noch eine Handgranate.
die tödliche Metallsplitter freisetzt. Soll ich die einsetzen? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme sie mal mit. So, wir haben eine Granate im Inventar. Auf rechts kann ich die ausrüsten. Ich versuche nochmal mit wegrennen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, jetzt rennt er hier rein. Das ist doch... Okay. Ich glaube, das war's. Mal wieder. Jetzt spreng ich mich selber in die Luft. Alles klar. Komme ich hier hoch? Bitte? Ja. Oh oh. Ja gut, aber der versperrt uns mit Sicherheit hier den Weg. Jetzt werde ich von dem Popelzombies hier noch erledigt, bevor ich hier weiterkomme. Boah. Ich glaube, die Granate hat nichts gebracht. Verfolgungsmusik habe ich noch. Was? Was? Wie jetzt? Wie soll ich den umgehen? Das ist ja Wahnsinn. Nein, ich möchte den Spielmodus nicht zurücksetzen. Ich möchte nur den einfach umgehen. Okay, wir haben gesehen, eine Granate bringt nichts. Wir müssen einfach irgendwie dem ausweichen. So gut es geht. Nemesis, genau, da steht's ja. Gewöhnliche Waffen richten da nichts aus, es bleibt nur wegrennen. Alles klar, werden wir auch tun. Aber ich glaube, ich habe hier noch Zeug im Inventar, wo ich jetzt nicht unbedingt brauche. Oder habe ich das alles schon verwendet? Das habe ich, meine ich, alles schon verwendet. Ja, nee, also Granate nehme ich diesmal nicht mit. Wir versuchen es nochmal so. In der Hoffnung, dass wir es jetzt hier irgendwie hinbekommen. So. So, jetzt rennen wir hier hoch. So, der ist jetzt weggerannt. Was ist, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ganz leise, leise, leise. Ja, kein... Oh, oh. Was? Willst du mich verarschen? Ja, danke. Danke, Kollege, dass du so aufmerksam bist und mich überall hin verfolgen kannst. Ja, und jetzt? Lass mich mal hier durch, ja? Danke. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hier hin? Ich glaube, ich muss da rein. Was? Ich laufe dem natürlich immer schön in den Weg. So. Ja, ich bin wieder hier in meinem Revier. Super. Und jetzt? Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Ich muss jetzt eine Route festlegen. Was ist mit dem Viech? Das ist doch noch hinter mir her. Was soll das jetzt?
So, okay. Wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Redstone Street? Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. So, was? Fox Park, was? Wie mache ich... Moment, halt. Ja, sind im Redstone. Dann müssen wir nach Faust Avenue. Faust Avenue ist Nummer 2. Dann muss ich gerade mal schauen. Nummer 3 ist hier Raccoon Central Station. Oder? Ja. Raccoon Central Station können... Moment, das muss ich gucken. RE, nee, SA. FO. Hä? ST. Was ist denn jetzt Raccoon Central Station? RE Redstone Street. FA ist Faust Avenue. Dann in der Mitte, das ist nicht durchgestrichen, Raccoon Central Station. Ist doch das, oder? Central Station. Was ist denn SA? Fox Park. Hä? Ich bin gerade etwas ratlos. Diese Zahlen, ne? Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ach so, Moment mal, da steht's doch. FA2, das passt. Dann müssen wir fahren. RA3? Ne, wenn ich das hier richtig sehe. RA3. SA2. Und FO1. RA3. Moment. So, Faust Avenue sind wir jetzt. Dann fahren wir nach RA3, SA2 und FO1. RA3, SA2. So, RA3. Und FO2. Stimmt das? Ah, SA2, wie doof. Ja, okay. So, wo haben wir es denn? So. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Ja. Wenn's nichts anderes ist, würde ich sagen, ne? Wir müssen ja vor dem Kollegen noch wegrennen. Ja, komm einfach zurück. Ja, wir machen das dann schon. Ja. Leute, von was träumt ihr nachts? So, was haben wir hier drin? Juhu, Flintenmunition. Wahnsinn. Ich würde gerne abspeichern. Jetzt wäre ein guter Moment. Ich weiß, er hat schnell gespeichert. Aber, okay, er hat schnell gespeichert. Ich würde mal sagen, wir sehen das in der nächsten Folge, wie es ja weitergeht. Ich hoffe, ich habe nicht so lange zwischendurch nicht gespielt, weil dann wäre es echt blöd. Wir werden es einfach sehen. Ich sage mal Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spannung gehabt, so wie ich. Und würde sagen, bis zur nächsten Folge von Resident Evil 3. Bis dahin, ciao.